Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum und des Lichter Filmfests zu unserer Veranstaltung Was tut sich im deutschen Film, die wir einmal hier im Monat bei uns im Kino präsentieren und ein besonderes Werk des deutschen Kinos vorstellen. Das machen wir in Kooperation mit EPD Film, die ich auch ganz herzlich hier begrüßen möchte. Und Ulrich Sonnenschein von EPT Film wird im Anschluss das Gespräch hier führen. Der Film läuft auch, also das ist so eine Veranstaltung, wo so viele Sachen zusammenkommen, läuft auch noch mal im Rahmen des Lichter Filmfestes in der Reihe Zukunft deutscher Film. Und genau, also im Anschluss, die sind jetzt leider noch nicht da, unsere Gäste, aber im Anschluss wird hier Robert Quistek zu Gast sein. Und er hat noch seinen Produzenten Lorenz Terpe mitgebracht und seine Hauptdarstellerin Chiara Höflich. Ja, genau. Jetzt, deswegen fasse ich mich jetzt relativ kurz. Robert Quistek ist bekannt eher als Schauspieler, unter anderem in Filmen wie Renn, wenn du kannst oder Drei Tage in Quiberon. Und das ist jetzt sein Regiedebüt. Mit dem hat er in Hof, bei den Hofer Filmtagen 2023 seine Premiere gefeiert und wurde dort auch mit dem Kritikerpreis für das beste Regiedebüt ausgezeichnet. Und ja, wir freuen uns im Anschluss hier mit seinen anderen vom Team begrüßen zu dürfen. Und jetzt noch irgendwie zwei Hinweise zum Festival. Sie haben diese Karten bekommen, eben diese Publikumskarten, und die müssen Sie ausfüllen und am Ende wieder zurückgeben. Es gibt dazu ein Gewinnspiel und Sie stimmen natürlich auch ab für den besten Film. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass die Bar im Festivalzentrum heute auch noch bis 1 Uhr geöffnet ist. Also wenn Sie danach noch ein bisschen irgendwie weiter chillen wollen oder ein bisschen weiter irgendwie feiern wollen, können Sie gerne noch ins Festivalzentrum gehen. Gut, dann bis später dann mit unseren Gästen. Ich wünsche einen schönen Film. Und genau, und vorher läuft noch ein Kurzfilm, das war nicht überall angekündigt, Der Alchemist, auch von Robert Quistek. Ja, hallo. Schön, dass Sie noch alle da sind. Begrüßen Sie mit mir Robert Quistek, den Regisseur, und Chiara Höflich, die Hauptdarstellerin. Schöner Film. Vielen Dank. Man stellt sich das so vor, mitten in der Pandemie fährt eine Gruppe junger Leute nach Palermo, mietet eine alte Villa, macht Musik, trinkt Wein, isst Pizza und dreht nebenbei einen Film. Kommt das ungefähr hin? Man macht alles andere nebenbei und dreht aber einen Film. Aber nebenbei einen Film drehen, das weiß ich nicht, ob das geht. Im Ernst, wie ist dieses Projekt zustande gekommen? Wo hast du angefangen und welche Schwierigkeiten tauchten auf unmittelbar nach dem Anfang? Also es ist folgendermaßen. Erstmal schönen guten Tag, schön, dass ihr hier seid. Geht's euch noch gut? Seid ihr verwirrt? Okay, pass auf. Ich fang mal ganz vorne an. Ich habe früher Musik gemacht und habe gespielt, und dann habe ich Kinder gekriegt und habe ich angefangen, Drehbücher zu schreiben, und bin so ein bisschen süchtig geworden, Drehbücher zu schreiben, und habe, wie ich finde, also Drehbücher geschrieben, die mir ganz doll am Herzen lagen, die aber ganz doll kompliziert sind, und ich dachte, ist perfekt, ich übe das Filmemachen und lerne das Filmemachen, indem ich einen ganz einfachen Film mache. Indem ich einfach vier Personen in einem Haus aufeinandertreffen lasse, und es ist mitten in Corona, es kann eh irgendwie keiner arbeiten so richtig. Ich fahre einfach nach Sizilien und sperre die da alle ein, auch das ganze Team, einfach in so eine alte Villa, die kann man auf Airbnb einfach mieten, die heißt Villa Virginia. Und dann sind wir da angekommen und dann haben wir festgestellt, die gehörte ja mal dem Bürgermeister von Palermo, Leo Luca Orlando. Dann haben wir über den irgendwie, dass wir so in den Straßen drehen durften und so. Dann hat sich das so erweitert. Und es alles fing an, weil ich wusste, dass Faber, mit dem stand ich mal auf der Bühne, eine ganz wahnsinnig, wie ich finde, wahnsinnig witzige Ausstrahlung hat, sobald er Italienisch spricht.
Und dann haben wir einfach gedacht, wir machen einfach die Hälfte des Films einfach italienisch. Warum? Pff, keine Ahnung. Alles musikalische Gründe so. Und haben ja dann in der Villa zumindest, was da passiert ist, alles dann halt auf Deutsch. Und es ist halt ein deutscher Film. Und dann ist 2 Wochen vorher mein Hauptdarsteller aus Gründen leider ausgefallen, also der den Kasimir hätte spielen sollen. Und dann kamen wir relativ durch Zufall dazu, dass wir Denis Lavant besetzt haben, was dann sozusagen plötzlich diese Dreisprachigkeit ausmachte. Und von das war die Basis. So, und dann waren wir da und dann fing es an, dass wir mehr und mehr sozusagen diese Hauptfigur und die Welt, die in ihm beginnt stattzufinden, also das Gedicht, in das er sich irgendwie verwandelt, wenn man so will, immer weiter verändert haben und in sich haben quasi entstehen lassen, weil wir halt diesen Denis hatten, dieser Kasimir, der wie so eine Kreatur im Grunde genommen agiert hat und dem man auch ein bisschen wie so eine Kreatur Regie führen musste. Also hat ihn wie so reingelassen, wie so Keks hingelegt und dann ist er da hingerannt. Und so, also ganz so war es nicht, der kann schon, aber ich konnte halt ich kann kein Französisch und er kann kein Englisch und man hat so mit Händen und Füßen quasi sich versucht, dieser Figur anzunähern, aber es war herrlich. Wie kamen denn die, nennen wir es nicht Dialoge, sondern eher Monologe von ihm zustande? Hast du die vorher geschrieben oder hast du ihm gesagt, erzähl mal irgendwas? Nee, die sind schon alle geschrieben und dann übersetzt, aber teilweise halt in der Nacht davor oder so. Also es gibt eine Szene, die ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsszenen auf der Welt. Es gibt in allen Filmen, die ich je gesehen habe, ist, wenn er mit diesem Vogel am Fenster ist. Der war abgedreht, wollte zum Flughafen, hat selbstverständlich seinen Flieger verpasst und kam zurück, mega schlecht gelaunt und hatte so einen verletzten Vogel in der Hand. Und hat gesagt, ich habe schon eine Straße gefunden, ich kann kein Französisch nachmachen. La rue, le porte, c'est la rue, ich habe ihn in la rue gefunden. Und ich habe das sozusagen dann sofort arrangiert, dass der zurück in sein Kostüm muss und dass wir jetzt dann doch leider unbedingt eine Szene mit diesem Vogel drehen müssen. Und was sagen wir denn da, Und dann reihte sich das ein in das, was man dann später erfährt, das Thema, das er da hat mit der Poesie, die 4 Zeilen über die Freiheit und einen über den Tod und sagt dem quasi eine kleine Wiedergeburtsallegorie, all das warst einmal du und all das wirst du bald wieder sein, zu diesem sterbenden Vogel und so weiter. Also es war, das ist dann so, wo man das relativ so schnell irgendwie sozusagen so hinbaut, so eine kleine Poesie, aber das meiste war schon sehr, habe ich vorher geschrieben und ist dann ins Französische übersetzt worden und wurde strukturiert und so. Aber es war viel dialoglastiger, also ich habe ihn einfach viel mehr körperlich dann inszeniert. Das ist ganz erstaunlich, finde ich, dass diese Figur quasi dem Zufall entspringt, dass der Darsteller absagt, weil er kommt ja quasi aus seinen vielen anderen Rollen, die er mit Leos Carax und gemacht hat, Holy Modal Rounders. Das ist schon dieselbe Figur. Und dieses leicht überdrehte, durchgeknallte, das bringt er ja mit. Das hast du ihm ja nicht angedichtet. So. Der ist so. Also ja. Der ist wirklich auch die ganze Zeit so. Der ist auch in den Pausen so. Oder? Er hatte eine Flöte dabei. Chiara hatte ihre erste Szene, hat sie getanzt mit ihm. Diese Tanzszene war, glaube ich, die erste Szene, wo du mit ihm in Kontakt getreten bist, ne? Ja. Er war barfuß, ich hatte Schuhe an und er konnte besser tanzen als ich. Er musste leiden. Und du konntest Französisch? Nein, natürlich nicht. Es gab niemanden am ganzen Set, der mit... Doch. Wir hatten, weil sonst wäre es ja für ihn sehr einsam geworden. Nein. Wir hatten eine Person, ja. Und Faber spricht auch ein bisschen Französisch. Also, oder sogar sehr spricht gut. Gut spricht gut Französisch. Und einsam ist der nie, weil er trotzdem mit Händen und Füßen und man macht das trotzdem irgendwie am Morgen, bis man versteht, was er frühstücken will, findet man schon heraus. Also... Ich glaube, das Casting ist spannend. Der ist ja eigentlich Straßenkünstler gewesen, bevor der entdeckt wurde als Schauspieler. Und deswegen hat er auch so eine mit Händen und Füßen kommunizierende Art sozusagen. Das Casting ist spannend genug, dass wir da noch ein bisschen bleiben. Eigentlich hatte ich ja erwartet, dass die Rolle des Vasilio du selber spielst. Hast du mal drüber nachgedacht? Ich glaube, meine Frau hat gesagt, lass mal.
Nee, ich wollte schon wirklich, ich meine. Meine Frau ist die Produzentin Marie Höflich. Genau, Marie Höflich hat den Film produziert. Nee, ich meine das schon irgendwie so ein bisschen ernst mit dem Filmemachen. Ich glaube, das ist dann bescheuert, sich da selbst zu inszenieren. Sage ich und habe tatsächlich direkt nach diesem Film, haben wir noch einen Film gedreht und in dem spiele ich die Hauptrolle. Aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist wirklich dieser Film, ich würde komplett bescheuert rüberkommen in so einem Film, weil das, der Farbe hat so eine, ich finde, der hat so ein bisschen sowas Altmodisches. Der ist so ein altmodischer Mann, ein junger altmodischer Mann. So ein Adriano Celentano, der ist so ein komischer, so eine Mischung aus so einem ganz offenen Augen und gleichzeitig so ein kleiner Macho und das auf, aber irgendwie in charmant. Und irgendwie war das so, das passt so zu dieser alten Filmsprache, die das auch hat, meiner Meinung nach, und dem ganzen Film-Surrounding, den das was, genau, ich finde es perfekt. Ich hätte das nicht so gut gekonnt wie er. Ja, aber die Musik ist schon auch Captain Peng. Also die Texte sind von mir. Und wir haben aber zusammen die Akkorde gefunden. Und ich bin natürlich der Regisseur, insofern kann ich immer entscheiden, nee, warte mal, mach das hier mal ein bisschen mehr, mach hier weniger. Aber die Musik ist, also das ist ein riesiger Bestandteil dieses Films ist, der ist ja von Leuten wie Sophie Hunger, den Score hat Teile der Band von Faber gemacht, dann gibt es Ulysia und so weiter. Und wie gibt es noch einen? Noch eine Version? Bushwalking. Und so, wir haben diesen, also die Musik in diesem Film hat so lange gedauert, wie den Film zu machen, wenn du so willst. Weil der ganze Score, es ist quasi alles bis auf ein Stück, ist für den Film geschrieben. Auch die Sophie Hunger Songs und so. Und sie kam aber durch Faber zu dem Projekt, oder? Nö, wir kannten uns auch von so Bühnenbegegnungen, als ich noch Musiker war. Und genau, aber sie kannte natürlich auch Faber, also sie war dann dem Projekt natürlich aus doppelter Sicht zugewandt. Und war sie dabei auch die ganze Zeit? Nein, sie hat wirklich nur dann einen rohen Schnitt gesehen und hat die Szenen gesehen, für die sie, wo ich gefragt habe, hey, hast du Lust, das zu machen dafür, für diese Verliebtheitspassage? Weil es gibt ja, also der Film ist ja wirklich, es gibt wie so den drei Teile. Es gibt diesen Anfang, dann gibt es diese Verliebtheitspassage, die plötzlich wie so eine ganz unschuldige, magische Ebene da so. Und da wollte ich auch was ganz, sie hat verkörpert für mich so was ganz Reines irgendwie. Und dann gibt es diesen dritten Teil am Ende. Das ist dann eher ein anderes Kapitel. Genau. Und sie hat nur diese Stellen gesehen und hat das dann. Der Film ist ja so ein bisschen auch ein Familienprojekt. Du hast deine Mutter besetzt und sie quasi fast schweigend in die Ecke gesetzt. Am Ende darf sie dann ein bisschen was erzählen. Sie ist ein großer deutscher Star. Das ist eigentlich extrem untertourig besetzt. Marie Höflich ist deine Mutter. Also es gab so ein Mutter-Kind-Programm bei diesem Film. Naja, wir müssen den älteren Generationen zeigen, wie man... Nee, wir haben... Ja, Corinna Havoch, naja, klar. Es ist wie so ein Porsche ins Bild stellen und den aber nicht fahren. Ich weiß. Der fährt so auf 20 km/h durchs Bild so. Denke ich, Alter, drück doch mal aufs Gas. Du kannst jetzt eigentlich theoretisch... Naja, egal. Und nee, das sollte eigentlich so eine 80-jährige Oma spielen, diese Rolle. Und meine Mama hatte aber total Bock... Und dann habe ich gesagt, ich habe aber kein Geld. Und dann hat sie gesagt, ist mir doch egal. Und dann wusste ich, es ist wahrscheinlich die schönste Variante. Weil wir hatten auch immer unsere Kinder am Set. Und dann hat man halt auch mal eine Oma am Set. Und so. Also es sind wirklich, es klingt jetzt so bescheuert, aber du hast, da sparst auch Geld, wenn du deine Familie mit reinnimmst und so. Das sind alles Probleme, die musst du ja bedenken. Irgendwie. Wir sind da 8 zu 18 Mann oder wie viel? 16 oder 18 waren wir da? 18 waren wir. Und das wäre wahrscheinlich auch nicht so möglich gewesen in so kurzer Zeit. Wie kurz? 3 Wochen waren wir in Palermo. Und dann haben wir nochmal 3 oder 4 Tage das auf dem Dachboden gedreht. Ach, der Dachboden ist in Berlin. Der ist genau, in Brandenburg. Da wohnen wir. Das ist der. Und es wäre, glaube ich, also wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen, aber mit sehr viel Überredungskunst, weil wir sehr lange immer am Tag gedreht haben. Also wir haben eigentlich immer Überstunden gemacht. und es war auch gut so. Eine Gewerkschaft da.
Es war gut, weil wir waren eh alle ja in dieser Villa eingesperrt und deswegen konnte man eh nichts anderes machen. Also ich habe einfach nur den Nachhauseweg abgerechnet vom Arbeitstag und den in Drehen verwandelt. Genau, aber es wäre, glaube ich, auch nicht so möglich gewesen, das so zu machen, hätten wir nicht so viel Familie und auch ganz viele Freunde sind mit im Team. Deswegen ging das auch alles so und man konnte sich so reinlegen. Was hast du denn für ein Haus imaginiert, als du es geschrieben hast? Weil das ist ja auch ein Glücksfall, sowas zu finden dann auf Airbnb. So eine Altbauwohnung steht im Drehbuch. Ein Zimmer vor allem. Ein Zimmer Altbauwohnung. Das war ein völlig anderer Film. Ich habe keine Vorstellung. Da haben wir diese Villa gefunden, dann kam ich da irgendwie nicht dran vorbei, weil die ist einfach, also ich habe mich die Schock verliebt in dieses Haus. Und dann war einfach klar, okay, der muss die Villa einfach mit dem Kleiderbügel öffnen. Und das erzählt dann wahrscheinlich einfach, dass er da einfach eingebrochen ist. Würde ich jetzt mal deuten, wenn ich meinen Film deute. Also Einzimmer Altbauwohnung hätte für mich auch gepasst, weil ich musste bei dem Film die ganze Zeit an einen deiner Kurzfilme denken, Circuit. Da versucht, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, da versucht ein Mann ein Zimmer zu verlassen und durch die Tür, durch die er rausgeht, tritt er gleichzeitig wieder ein, so ungefähr. Und schafft es quasi nicht, den Raum zu verlassen. Und das ist so ein bisschen ähnlich hier. Du hast es irgendwie so mit geschlossenen Räumen, mit innen und außen. Mit Kreisen. Mit Kreisen, unbedingt. Die Firma heißt Kreisfilm, das Musiklabel heißt Kreismusik, der Film heißt Circuit. Tja, da kann ich nichts Schlaues zu sagen. Ich stelle das selber fest, wie so eine Condition, die man hat, dass ich scheinbar dafür eine chronische Faszination habe. Ich kann das nicht erklären, warum. Das ist einfach so. Ich lande immer wieder an diesen Themen. Ich finde das überhaupt nicht ähnlich. Aber mir fällt ein, wenn du Circuit sagst, dass auch hier jemand hat ein Problem mit Türen. Und am Ende wird die Tür aufgemacht. Am Ende wird die Tür aufgemacht, ja. Es ist, ja. Ja. Ich weiß, was das bedeutet. Aber ich verrate es euch nicht. Es ist ein Symbol für Türen. Welche Symbolik hat der Musiker, dem nichts einfällt und der aus dieser Einfallslosigkeit große musikalische Kunst macht? Das ist so ein bisschen, als würdest du fragen, wofür steht eine Avocado? Das ist halt eine Avocado. Das ist halt ein Künstler, dem fällt nichts ein. Das ist, naja, so, okay, pass auf, ich mache einen anderen Bogen. Der sagt ja, der Kasimir sagt zum Beispiel, Poesie ist Gift, solange sie nicht nach der Wahrheit greift. Das ist die erste Aussage, die er macht. Und dann sagt er später, Poesie n'existe pas. Poesie existiert nicht. Es gibt nur die Freiheit und den Weg dorthin. Und du musst dich entscheiden, was du sein willst. Ein Weg in die Freiheit oder eine Poesie oder ein Weg in die Freiheit. Und also das heißt, er scheint ihn immer weiter anzutreiben, quasi nicht an quasi Kunst als Selbstzweck, als Oberfläche, sondern zu erkennen, dass Kunst theoretisch die Chance enthält, mehr zu sein. Eine Art Heilungsweg für den Erschaffer der Kunst oder so. Und für mich ist es so, dass ich immer, glaube ich, das Gefühl hatte, dass ich, egal ob meine Poesie oder meine Kunst jetzt gut oder schlecht ist oder jemandem gefällt oder nicht, dass ich relativ wenig Wahl habe, ob ich sie mache oder nicht. Ich muss das irgendwie machen. Und ich muss mich, und ich würde auch schreiben, wenn das keiner liest. Und das, damit will ich mich nicht interessant machen, sondern das ist wirklich faktisch so. Einfach nur, weil das in irgendeiner Form diesen inneren Raum strukturiert, indem ich hilflos den Symbolen gegenüberstehe, die meine inneren Traumata oder die meine inneren Ängste oder so sind. Und in dem Moment, wo ich denen irgendwie ein Gesicht, einen Namen, einen Reim gebe, eine Metapher gebe, kriege ich die gebändigt. Ich gucke so jemanden wie so der Mann, der mit den Tassen schüttet, der gibt dieses Blut immer weiter. Sobald er das ausschüttet, kommt es von der nächsten Seite schon wieder rein, ist schon wieder voll. Und sie durchbricht quasi diesen Zyklus.
So, das ist, wenn du so willst, Poesie. Dir wird nicht erklärt, was das bedeutet. Es gibt keine symbolische Ebene, es ist keine Metapher, es ist ein Bild. Und es spricht sozusagen für mich, ich gucke das an, ganz nur ich. Und da ich zum Glück einen Film mache, wo ich mich nicht erklären muss, sage ich, das ist der Wahnsinn. Ich stehe davor und sage, das ist der Wahnsinn. Er schüttet mit den Tassen, Wahnsinn. So, das ist für mich intensiver als der explodierende Zeppelin von Hindenburg oder so. Ich weiß es nicht. Und ich kann dir nicht erklären, warum. Es ist, hat nichts damit zu tun, dass ich schlau bin oder dumm bin. Es ist einfach, wahrscheinlich ist mein Gehirn komisch. Und ich glaube aber, dass das... ja, dass das einen Sinn macht, sich da so reinzubewegen. So. Finde es interessant, dass du sagst, du würdest auch schreiben, wenn es keiner lesen würde. Dabei hast du dich ganz stark umgetrieben in Ausdruckskunst, hast Musik gemacht, hast Schauspiel gelernt und auf Bühnen und vor Kameras dich bewegt und agiert. Wo siehst du dich eigentlich konkret? Das weiß ich nicht. Aber ich korrigiere mal kurz, was ich gerade gesagt habe. Das ist natürlich kompletter Nonsens, dass mir das egal wäre. Also es ist so, ich würde Kunst machen, auch wenn keiner zuguckt. Aber wenn jemand zuguckt, ist mir überhaupt nicht egal, was die Personen darüber denken oder fühlen. Überhaupt nicht. Es bricht mir das Herz, wenn jemand es nicht fühlt. Und ich finde es fantastisch und toll, wenn jemand es toll findet. Und bin total dann da so angeschlossen an diesen Gruppenkörper. Weil ich glaube, das ist ein ganz tiefes Wunsch von sich gegenseitig, weiß ich nicht, erkennen oder so. Ich weiß es nicht. Existieren denn diese Kunstpersonen parallel? Captain Peng, der Schauspieler Robert Quistek, der Regisseur, der Autor? Oder löst der eine den anderen ab? Nee, das nicht getrennt. Das nicht getrennt. Aber lass mal noch mal Chiara ein paar Fragen stellen. Die hat nämlich coole Storys zu erzählen. Die ist nämlich auch hier. Die war beim Dreh dabei. Die kann besser reden als ich. Wie hast du es geschafft, dich zu verneunfachen? Das war ich nicht, die das geschafft hat. Das war einfach nur Robert und der im Schnitt saß. Und mein Computer. Genau. Nee, es gibt ein paar schöne Storys zu erzählen, die vielleicht... Also wir haben ja in dieser Villa gewohnt und wir haben so ein paar Sachen vielleicht ein bisschen anders gemacht, als das normale Filme machen würden. Der Grundwunsch dieses Films war nicht, einen aufwendigen poetischen Film zu machen, der eine Mega-Meta-Ebene hat, sondern ich wollte einfach mal einen Liebesfilm machen, den ich fühle. So, ich fühle schon Liebesfilme, aber es gibt so ein bisschen so, ich finde bei Liebesfilmen total schade, dass das Paar, was ich so gerne angucke, in den meisten Liebesfilmen wahnsinnig schnell in irgendeinen Konflikt gerät. Und ich wollte einen Film machen, wo ich ganz viel Zeit habe, dieser Verliebtheit zuzuschauen und einfach diesen lustigen Gesprächen, die man führt im Anfang einer Verliebtheit und diese komische Extra-Welt, die man aufbaut, diese Logik. Und wollte so ganz lange, deswegen nehme ich mir auch so viel Zeit. Und auf jeden Fall war mir quasi ganz wichtig, dass diese Romantik funktioniert zwischen den beiden Hauptdarstellern. Und ist mir gelungen. Ah, vielen Dank. Das ist sehr schön. Nach 10 Minuten wird geheiratet. Ja. Nach 10 Minuten wird geheiratet, ja. Nach einer halben Stunde, nachdem sie sich kennenlernen, heiraten die. Auf jeden Fall einer der Tricks, die ich versucht habe anzuwenden, weil eine Idee von meiner Frau, ist, dass ich die beiden Hauptdarsteller sich nicht habe begegnen lassen vor dem allerersten Moment in dieser Bäckerei. Und zwar heißt das wirklich, also nicht an dem Drehtag haben die sich das erste Mal kennengelernt, sondern wirklich nach Bitte läuft sie das erste Mal rein. Und sie stehen nebeneinander, falls ihr euch erinnert, eine ziemlich lange Zeit und warten, bis der Bäcker kommt. Und der kommt gar nicht. Habe ich rausgeschnitten, der kam dann eigentlich irgendwann. Und ich stand hinter der Kamera, habe die Hand hochgehalten und habe so gemacht und dann durfte Chiara erst sprechen. Ja, und das, die Herausforderung war, dass wir schon früher anfangen mussten zu drehen mit Faber und Denis und Chiara auch schon da sein musste, weil sie auch noch bei ganz vielen anderen Sachen geholfen hat, nämlich in der Produktion und so. Sie ist ja Teil der Familie und muss dann halt gezwungenermaßen immer helfen. Und das heißt, die lebte auch in dieser Villa und durfte aber Faber nicht begegnen und wir haben sie quasi versteckt vor Faber. Für wie lange?
Eine Woche war ich versteckt. Nein. Ja, und ich habe immer schon unten, wie er, wenn er am Klavier sitzt und spielt, habe ich ihn laut singen gehört. Und habe ich gedacht, oh Gott, jetzt kann er so lange üben und ich muss einfach bei der ersten Szene gleich alles können. Ja, und eine Woche habe ich mich versteckt, bin den Balkon runtergeklettert mit Schal und Sonnenbrille. So wie in so einem tollen italienischen Film. musste mich auch unter einer Bank verstecken, weil er vorbeigelaufen ist. Also ganz, ganz komische Momente. Es war sehr lustig, aber die erste Szene war natürlich dementsprechend extrem aufregend und zwar wahrscheinlich 5-mal so viel, wie es vielleicht gewesen wäre. Und man konnte sie dann auch nicht wiederholen, weil diesen ersten Moment kann man nur einmal machen. Genau, also man wusste das ja auch, dass man, oh Gott, mein Text. Und man so, okay, komm, jetzt bitte erinnere dich dran, was du sagen musst. Und dann auch noch spielen. Und ich habe letztens auf meinem Handy ein Video gefunden. Das hat, glaube ich, Lorenz gemacht, der ist auch hier von unserem Team. Wie nämlich dieses ganze Team hinter dem Monitor steht. Und alle genauso aufgeregt waren wie ich. Also alle stehen so da, oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, jetzt bitte, Chiara, sag alles richtig. Julian, sag alles richtig. Oh mein Gott. Und dann endlich durften wir Hallo sagen und es war natürlich auch noch aufregend. Und so war die erste Szene für mich. Man kann ja das Ende des Films auch so interpretieren, dass diese ganze Liebe, diese ganze Sprache, die man schwer erlernen oder sogar erfinden muss, dass das alles nur eine Phantasmagorie ist von Vasilio. Und die Szenen, wo sie eigentlich dabei ist, sind plötzlich leer in der Bäckerei, auf der Straße. Und also es ist keine Gewissheit da. Nee. Ja, okay. Nee. Ich würde gerne noch ein bisschen was über die Produktion erfahren tatsächlich, weil ich weiß, dass ihr so gut wie keine Fördergelder gekriegt habt. Gar keine. Private Förderung. Wir haben reiche Freunde gezwungen, uns Geld zu geben. Und wir sind sehr günstig. Also wir haben den Film sehr elegant gedreht, sage ich mal, was Geld anbelangt. Jetzt weiß man, dass Leute, die in Fördergremien sitzen, immer sich beklagen, dass es keine mutigen Projekte gibt, dass es keinen Mut zu Experimenten gibt. Und dann gibt es mal jemand, der ein mutiges Projekt macht und dann gibt es keine Förderung. Wo ist da der Zaun, den ihr nicht habt überwinden können? Also wir haben uns bei einer beworben, wurden abgelehnt und dann war es uns zu blöd. So ungefähr war das wirklich, weil wir auch anfangen wollten zu drehen und wir hatten ein bisschen, wir hatten nicht so viel Spielraum in den Zeiten, wann wir das drehen können, weil der Julian hatte gerade noch frei und das erste Mal, wo er nicht, Faber, erstmal nicht auf Tour war, hatte aber schon die nächste geplant, also dadurch hatte man so eine kleine Zeitspanne. Und Denis hatte nur 10 Tage Zeit im Jahr und das war irgendwie da. Und die Pandemie hat gar keine Rolle gespielt? Einschränken, meine ich? Also wir konnten halt nicht Halligalli draußen in Palermo machen, was eh gut war. Es war super. Ja, es war super leer auf den Straßen. In dieser, wo diese Bäckerei ist, das ist die Vucceria. Und die Vucceria ist die vollste Straße Palermos. Und am Abend ist immer Party und Halligalli. Und es ist sehr lustig, wenn nicht Pandemie ist. Für uns absoluter Segen, dass Pandemie war. Wir hätten da gar nicht drehen können sonst, weil die ist so voll. Also wir allein schon, wie sauer die werden, dass sie ihr Brot nicht kaufen können. Aber auch so das Hin und Her, Frankreich, Italien, Deutschland, Italien, das hat damals, das war das erste Jahr der Pandemie, hat damals noch keine Rolle gespielt. Da konnte man noch frei über die Grenze. Ja. Das war überhaupt kein Ding. Nee, das war kein Ding. Nee, aber wegen der Filmförderung, wir haben auch dann irgendwann quasi realisiert, erstens macht Filmförderung macht Filme auch teurer tatsächlich. Und es ist eine unglaubliche Arbeit, das ist eine unglaubliche Arbeit, die ins Haus steht, wenn du eine Förderung quasi
abrechnen musst, jeden einzelnen Posten abrechnen musst, alles richtig dokumentieren musst, ganz dezidiert, wo kannst du das Geld ausgeben, wo kannst du das nicht ausgeben. Es macht den Apparat wahnsinnig langsam. Wenn du einen Film machst, wo du viel, viel Geld brauchst, dann ist das ein absoluter Segen, dass es so eine Filmförderung gibt. Aber wenn du dich klein bewegst, dann würde ich immer empfehlen, einen Weg zu suchen, der ohne geht, und lieber versuchen, die reichen Menschen dieser Welt bei der Ehre zu packen, so wie das früher nämlich auch Tradition war, dass es Mäzen gab für Künstler. Und wenn du die Leute von deiner Arbeit überzeugst in irgendeiner Form, zu sagen, hey, es ist kein Geschäftsmodell. Es geht jetzt nicht gerade darum, dass du Geld gibst, damit du dann irgendwann Geld einnimmst, sondern es gibt ganz viel Kunst, die kann halt einfach nicht stattfinden, wenn sie nicht gefördert wird. So. Also mach das mal, reicher Mensch. Und dann hat man Glück und dann sagt die Person ja. Gerade bei dem Film war es auch super wichtig, dass wir das so gemacht haben, weil ja auch ganz viel einfach noch nicht ganz klar war. Also wir haben ja auch ganz viel geändert am Abend und in der Früh dann neu. Also allein schon, wie man sich erklärt, wie man dann dreht oder was man dreht oder wann man wie was dreht. Der Film wäre auf jeden Fall nicht der geworden, der jetzt ist, hätten wir eine Filmförderung gehabt. Auch in der Postproduktion. Ich glaube, ich habe 2 Wochen geschrieben, 3 Wochen gedreht und 2 Jahre geschnitten. Also das macht keiner mehr sozusagen so richtig. Das ist die nächste Frage tatsächlich. Ich habe mich gewundert, als ich im Abspann gelesen habe, dass du es selbst geschnitten hast. Also das ist ja eigentlich ein Beruf, den Leute lernen. Und also du bist eigentlich Musiker und Schauspieler und dann plötzlich Editor. Hast du keinen gefunden, der das für dich macht? Das hätten wir uns nicht leisten können, nicht im Ansatz. Diese vielen Stunden, die ich da sitze und dann immer, warte mal, kann man nicht das noch ausprobieren? Warte mal, wenn ich das jetzt hier hindrehe. Und so, also das wäre unsäglich teuer geworden. Und hat dich das nicht verrückt gemacht? Ja. Absolut. 100%ig. Ich habe auf meiner Stirn die Abbildung von so einer Tastatur. Weil ich mit meinem Kopf immer auf diese Tastatur gehe. Nee, schrecklich. Es ist das Schrecklichste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Es ist kein Witz. Es ist so schrecklich. Es ist wirklich, vor allem, wenn du wirklich ganz allein bist. Ich hatte auf irgendeinem Punkt auch niemanden mehr, der neben mir saß und gesagt hat, hey, wie wäre es, wenn man, ja, nee. Und du sitzt da allein und hast die Szene einfach 200 Mal gesehen. Einfach 200 Mal. Und dann denkst du, sag mal, das geht doch auch kürzer. Ich kann das auch so, oder mal, das kennt man auch, das war da, habe ich es jetzt zu kurz geschnitten. Scheiße, es versteht keiner mehr. Was mache ich denn jetzt? Und so, aber es ist gleichzeitig der Part, den ich fast am meisten Liebe beim Filmemachen. Wir kriegen auf jeden Fall den Director's Cut zu sehen, das ist ja auch schon mal was. Ich habe irgendwann wirklich gedacht, als ich so verzweifelt war im Schnitt und es wirklich das Gefühl hatte, der Film ist nicht... Der Film muss sich quasi entscheiden, der Film ist halt ein Hybrid. Der Film ist auf der einen Seite, hat er so Seiten, die sind sehr niedlich und witzig. Und dadurch denkt man immer, man ist in so einem Film, der funktioniert nach normalen Regeln. Und dann macht der Film plötzlich Sachen, die sind völlig, die sind eher so David Lynch, surreales Filme machen. Und es mischt sich auf so eine komische Art. Und beim Schneiden war irgendwann die Entscheidung quasi, wie mutig wirst du jetzt? Oder wie dem Gefühl hinterhergehend, wie emotional wirst du? Wie viel versteht man noch ohne Kontext? Und so weiter und so weiter. Und das war eine lange Sache, aber ich liebe das. Du hast ja auch einen Roman geschrieben, 2 sogar. Weißt du das, wenn du anfängst zu schreiben, dass das jetzt gedruckt wird oder vielleicht doch verfilmt oder vielleicht sogar beides? Und kannst du dir vorstellen, den unsichtbaren Apfel zu verfilmen? Nee, das kann man nicht verfilmen. Du schon? Nee. Das kann man nicht verfilmen. Das wäre auch nicht spannend, das zu verfilmen. Das ist die Geschichte eines Menschen, der sich in sein Inneres zurückzieht, in einem dunklen Raum. Das ist ja nur der Anfang. Das geht ja dann in eine Welt, wo er einen Kreis zähmt und gegen den König der Dreiecke kämpft. Also ich glaube, das kann ich mir nicht leisten, das zu verfilmen. Das ist einfach viel zu crazy. Und muss ich auch nicht. Ich hab viel mehr Spaß, Neues zu machen. Ich habe auch eher das Gefühl, dann immer, wenn was fertig ist, das Buch am liebsten würde ich es irgendwie einstampfen, dass es ja keiner mehr liest, weil jetzt soll man den Film sehen und in 3 Wochen würde ich sagen, ach, dieser Film, das ist jetzt am besten was. Also ich bin schon sehr,
ich möchte die Sachen dann irgendwann, ich bin dann manisch 2 Jahre in so einem Film beschäftigt. Also ich habe zwischendurch auch andere Sachen gemacht, um Geld irgendwie auch nochmal zu verdienen. Ich habe eine Familie zu ernähren und solche Sachen, aber ja, genau. Das letzte Projekt, was du als Schauspieler gemacht hast, Matthias Glasners Sterben, der übrigens in 2 Monaten ungefähr hier bei Was tut sich im deutschen Film präsentiert wird, dann im Gespräch mit deiner Mutter Corinna Harfuch. Das war aber kein Projekt, was du gemacht hast, um Geld zu verdienen. Nö. Da. Und du spielst einen melancholischen Komponisten, der seinem eigenen Werk nicht vertraut. Es ist unglaublich ähnlich dem, was du schreibst und selber inszenierst. Wie viel Anteil hattest du an dieser Rolle? Naja, ist klar, diese manische Seite, die es durchaus gibt, vielleicht, die konnte sich da schon wiederfinden, sage ich mal. Wie viel? Weiß ich nicht. 25%. Hast du beigesteuert an, ja, in diese Rolle? Ja, immerhin. Ja. Ich gebe Ihnen jetzt die Chance, Ihre Fragen zu stellen. Wir haben hier noch ein Mikrofon. Vielleicht kommt jemand und bringt Ihnen das. Wenn Sie eine Frage haben, dann bitte jetzt. Ich frage mal kurz, was waren das für unglaublich leckere Kugeln? Die Kugeln, die wir in Schwarz-Weiß nur gesehen haben. Was war das? Arancini. Das ist altes Risotto, das frittiert wird. Okay, danke schön. Altes frittiertes Risotto. Also es ist wirklich sehr lecker. Altes Risotto. Sau und höchst bei anderen Italienern. Noch eine Frage vielleicht? Hier vorne, in der zweiten Reihe. Erstmal vielen Dank, es war fantastisch. Dankeschön. Ich war mir in einer Szene so sicher, dass es ein Greenscreen war, aber das war auf dem Dachboden. Das war kein Greenscreen. Doch. Aber es war nicht der Dachboden. Doch, doch. In dem Dachboden hatten wir ein 1x2 Meter Ding gezimmert, wo wir grünen Stoff drüber gemacht haben und haben die jeweils hinter Chiara gestellt. Also die stand trotzdem im Dachboden. Das ist nur, damit die Schnittkante zu ihren Doppelungen möglich wird. Weißt du, weil wenn du Haare hast und dann ist dahinter jetzt jemand, also wenn ich mich jetzt hier so hinter sie stelle, dann muss man hier so eine klare, muss man sie klar ausschneiden können, wenn ich sie ersetzen möchte. Genau, das ist kein, ihr habt ja auch diesen Vorfilm, Gott, ihr Armen, ihr habt ja auch den Vorfilm gesehen, der ist ohne Computer und ohne Greenscreen und ohne alles. Dieser Film hier ist mit allem, was das Herz begehrt, diesbezüglich. Genau. Danke. Ja, sehr gerne. Dort ist noch eine Frage. Nee, das geht, sorry, da wir es aufzeichnen, muss das übers Mikrofon. Dann habe ich aber noch mal eine Frage auch zu dem Vorfilm, zu dem kürzeren. Das war ja, also wenn das richtig ist, dass der ohne Computer gemacht wurde. Ich meine, Zauberkünstler verraten ihre Tricks nicht, aber das war für mich völlig unvorstellbar. Kannst du irgendwas verraten, wie das? Also ich kann so viel sagen, dass es wir anderthalb Monate gebaut haben. Zu zweit, bevor wir überhaupt die erste Einstellung drehen konnten. Und dann haben wir pro Tag eine Einstellung gedreht. Also es ist das, was du siehst, ist das, was passiert. Es ist auch kein Stop-Motion im Sinne von, dass wir einzelne Fotos genommen haben, aneinander gedingst haben oder so. Das, was du siehst, aber es passiert auf eine andere Art, als du wahrscheinlich denkst. So viel mehr kann ich tatsächlich nicht sagen. So. Ja. Hat jetzt das Geheimnis nicht unbedingt gelüftet. Ja, das ist doch Absicht gewesen. Also man kann selber drauf kommen. Ja, man kann, wenn man jetzt den Film hätte, sozusagen, ihr hättet jetzt den Pfeil und würdet immer wieder zurückspulen,
Das, was sehr verwirrend bei dem Film ist, ist, dass jede Einstellung auf einer anderen Art und Weise gemacht wurde, ein bisschen. Und dadurch wechselt sich das Prinzip immer. Und deswegen denkt man, warte mal, das war doch jetzt gerade ein Magnet. So, also so viel kann ich verraten, es gab auch Magneten, aber das ist, also es gibt drei wichtige Elemente, die diese Tricks ausmachen, aber wenn ich die jetzt nenne, dann baut man sich es dann doch ein bisschen zu schnell zusammen. Weil es ist im Grunde genommen, das ist das Faszinierende, wirklich einfach. Es ist wie ein guter Kartentrick. Es ist, wenn du es erklärt bekommst, denkst du, ach krass, ja klar. Aber wenn du es siehst, denkst du, nein, es geht gar nicht. Es ist unmöglich. Realität, ich verneine dich. Ey, aber schön, dass ihr ihn angeguckt habt und schön, dass ihr hier seid und diesen Abend jetzt mit euch mit eine uns Frage, geteilt haben. Eine ja. Frage gibt es noch da oben oder ja, mehrere ja. sogar. Oh, mehrere. Okay. Gut, wir beantworten alle Fragen. Ja. Von mir auch sehr großen Dank für den Film und allgemein, ja. hi. Ja, hi, dankeschön. Allgemein für alles, was du tust. Dankeschön. Großer Fan, auch wenn ich das ungern zugebe. Danke. Es gab eine Szene, da geht Faber Frühstück einkaufen ja. und Carla malt die unsichtbaren Hände. Ja. Beim Betreten des Hauses und danach ja. geht er sofort rein und raus. Ist das ihr Einfluss auf sein Leben? Ja. Weil ja, er geht ja auch am Anfang durch die Tür vom Bäcker immer ganz kompliziert und auch da ist genau. er quasi viel leichter beim Reingehen. Das war eigentlich mal noch, hatte das auch noch mal viel mehr Gewicht. Am Anfang war der Film so, dass er bevor der das erste Mal seine eigene Haustür verlässt, ungefähr 7 Anläufe macht. Und das war tatsächlich irgendwie im Schnitt hat es so runtergezogen. Also das hat leider nicht funktioniert. Ich fand es eine tolle Idee und ich werde sie beim nächsten Film versuchen. Dieses wirklich jemand, der nicht über die blöde Haustür kommt, das wurde dann sehr verkürzt. Schön, dass es trotzdem ein Aspekt ist, der dir aufgefallen ist, dass das mit dem Betreten der Türen für ihn so ein Thema wurde. Ja, dachte ich so, oh, ist ihm da ein Filmfehler unterlaufen? Und dann dachte ich nochmal eine Sekunde länger drüber nach und mir ist aufgefallen, das könnte. Ja, ja, bedeuten. Sie haben dann, ja. Vielen Dank. Ja, danke für die schöne Frage. Das ist auf jeden Fall genau hingesehen. Ja, auch von mir hallo oder parantatatam. Hi. Ja, hi. Ich verfolge dich auch, du inspirierst mich auch mit deiner Musik. Und, Dankeschön. Ja, inwieweit bist du involviert in deinem Privatleben? Also mit dem, was du singst, mit dem von Form zu Form und inwieweit bist du da involviert? Also inwieweit beschäftigt dich das privat? Das beschäftigt mich wahrscheinlich die ganze Zeit auf eine gewisse Art und Weise. Wenn ich deine Frage richtig verstehe, dann würde ich sie mal so übersetzen. Dieses sozusagen Form, die Suche nach dem dieses Formauflösende, was so ein bisschen diese Captain Peng-Texte haben oder dieses sozusagen in der Mitte des Widerspruchs die Wahrheit suchen oder das Transzendente oder das sozusagen Meditative, die Stille suchen oder das Chaos in sich durch sich durchlassen und diese multiplikatorische Identifikation mit jeglichem und wenn du diesen ganzen Kram meinst, das ist ja natürlich konstant irgendwie da. Ich glaube, ich bin ein lebensfähiges Individuum und kann Kinder großziehen und Geld verdienen und Spaghetti mit Tomatensauce kochen. Aber in meiner Freizeit bin ich verrückt. Danke. Ich finde das so schön, einen Liebesfilm zu sehen, der nicht kitschig ist. Und ich finde die Texte einfach, die haben mich so umgehauen von Captain Peng. Gerade die Liebeslieder, also Zwei Füchse oder
wie heißt das, Urknallgebaren oder Tango im Treibsand, darauf habe ich schon Tango getanzt. Und eigentlich habe ich die erst seit 2 Jahren entdeckt und bin irgendwie furchtbar traurig, also dass da keine Musik mehr nachkommt. Und deswegen habe ich mich unheimlich gefreut, dass es jetzt den Film gegeben hat. Und ich bin einfach unheimlich dankbar, auch für diese Ästhetik. Ich finde die so umwerfend. Also mit dieser Pappe und diesen Kreisen und diesen Abdrücken von Tassen und egal was. Und das finde ich so einfach ultra gelungen. Und vielen Dank dafür. Toll, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe auch schon ganz viele Leute damit angesteckt. Ja, das ist ein... In meinem Umfeld. Sehr gut. Vielen Dank. Zum Beispiel mich. Ja, von mir auch vielen Dank für dieses Werk. ich hätte die Frage, gab es, also ich habe so das Gefühl, dass du viel begriffen hast, so viel, dass ich dann irgendwie auch in mir anfange zu begreifen. Gab es einen Schlüsselmoment, irgendwas, wo sich die Schleusen geöffnet haben und du hast gewusst, ah ja, so funktioniert es. Da muss ich hin. Da komme ich hin. Ja. Yeah. Ich glaube. Also ich antworte da gerne drauf, auch wenn ich nicht glaube, dass ich einen Schlüsselmoment habe, wo ich was begriffen habe. Ah, da geht's. Also, naja. Ich weiß nicht. Komplexe Frage beantworte ich gerne. Ich würde bloß, lass es uns vielleicht so machen, weil ich glaube, ein paar. Ich stehe jetzt hier auch gleich noch draußen. Wir haben nämlich, weil Musik so wichtig ist in diesem Film, haben wir Vinyl mitgebracht von dem Soundtrack von diesem Film und würden den da gerne noch verkaufen. Und wenn es quasi mehr so Captain Peng-artige Fragen gibt, dann nehme ich die super gerne, können wir da draußen einfach noch ein bisschen quatschen und dann können die, die sich jetzt hier seit 2 Stunden quasi... Dann können die schon nach Hause gehen. Oder wenn sie, ich weiß nicht, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht so viel über mich selber reden will und dann wartet man hier so lange. Das heißt, wenn jemand noch Fragen zu dem Film hat, würde ich sagen, jetzt noch und Captain Peng fragen, können wir einfach draußen bei einer Kippe klären. Yo. Erstmal vielen Dank. Also komme ich auf Deutsch, komme ich drauf zurück, lass uns draußen beim Vinylstand machen. Vielen Dank. Sind Sie mit oder ohne Mikrofon? Ich gebe es dann weiter. Mich bedanken für dieses wunderbare Machwerk und das inspiriert mich zu folgender Idee. In meinem Umfeld habe ich gelegentlich die Ehre, Jugendlichen bei Schularbeiten, vor allem Deutschinterpretationen und Analysen, über die Schulter zu schauen. Wenn ich dürfte, diesen Film statt dieser furztrockenen, verstaubten Analysetechnik, die seit dem Mittelalter praktiziert wird, würde ich diesen Film als Pflicht in den Schulen der Mittelstufe zeigen. Komm, wir rufen an. Wir rufen zusammen beim Bildungsministerium an. Ich bin dafür. Die werden Probleme haben, weil der dreisprachig ist, aber ansonsten... Eine banale Frage zur Sprache. Du hast gesagt, zum Schluss glaube ich, man soll nicht eine Sprache erlernen, sondern erfinden. Ja. Wie meinst du das? Also das könnte bedeuten, ich versuche meine eigenen Sachen manchmal mit dem Anspruch eines... als wäre ich selber der Wissenschaftler, der das findet in einer Höhle und jetzt muss er es deuten. Anstatt, das war meine Idee und deswegen wollte ich, sondern ich versuche das von oben zu gucken, was könnte der da jetzt gemeint haben, dieser Typ, der ich zufällig bin. Es geht nicht darum, die Sprache der Welt zu erlernen, es geht darum, sie zu erfinden. Das ist selbstverständlich eine Halbwahrheit, sage ich jetzt mal. Sie funktioniert nur in dem Widerspruch, dass es gleichzeitig darum geht, überhaupt erstmal
der Welt zuhören zu lernen. Also am Anfang sagt sie ja, ich übe das, der Welt zu lauschen. Die Welt wird von mir gehört, also gehört die Welt mir. Im Sinne von, wenn du, ich habe immer gedacht, zum Beispiel so ein Baum, ja? Man denkt jetzt immer, was könnte man machen, um den um ein existenzielles Staunen hervorzurufen? Den unfassbarsten Film aller Zeiten, das unglaublichste Zauberstück, was je passiert ist, ein Kunststück, wo jeder Mensch aufhört zu laufen und sagt, oh, mein Gott, dass es das gibt, unfassbar. So. Und das Irre ist, wenn du zum Beispiel einen Baum anguckst, der ist dieses Kunststück bereits. So wie auch eine Katze, wenn sie über die Straße läuft. Aber wir haben die Augen nicht mehr dafür, weil wir so gewöhnt sind, das ist ein Baum. Der macht fucking Photosynthese und baut aus Kohlenstoff. Früher dachte ich, der saugt so Erde aus dem Boden und baut dann so seine Äste. Und es stellt sich heraus, das ist selbstverständlich falsch, sondern der baut es einfach aus Kohlenstoff in der Luft. Baut er diese Strukturen und hat in dem Samen schon den kompletten Bauplan dafür und macht diesen Vorgang immer weiter, bis der einfach so riesig wird, wie so ein Baum halt riesig werden kann. Und das ist an sich schon so viel Wunder. Und das musst du aber lernen zu sehen. Du musst lernen, dieses Staunen musst du irgendwie lernen, irgendwo üben. Also ich hatte das als Kind nicht. Ich habe das dann erst später, habe ich gesagt, warte mal, wie geht das überhaupt, dass dieser Baum hier steht, an dem ich 100 Mal vorbeigelaufen sind. Meine Kinder laufen auch an Bäumen vorbei. Das ist das Langweiligste der Welt, das ist ein Baum. Und irgendwann aber so mit 8 sagt man, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass es den gibt. Naja, und dafür müsstest du das Lauschen lernen. Und auf der anderen Seite sage ich, die Welt ist, du musst nichts lernen über die Welt, du musst sie erfinden. Und das sind zwei radikale Aussagen, die sind völlig unterschiedlich zueinander. Und das ist natürlich in dem Ende des Films, wo sie, wie du schon gesagt hast, damit verbunden, dass es die Vermutung gibt, dass auch die arme Carla nur in dem Kopf des Protagonisten ist. Die viel spannendere Frage ist aber, wer ist Edna? Weil sie hat das letzte Wort in diesem Film. Sie scheint eine Autorität zu sein, die über selbst Basilio hinausgeht. Sie kann Kasimir umbringen. Sie kann Kasimir gehen lassen. Ich würde das nicht umbringen nennen, ich würde sagen gehen lassen. Aber ja. Genau, nochmal eine Frage vielleicht an das ganze Team auch. Ich meine, ist ja auch irgendwie was sehr Abstraktes, worauf man sich einlässt. Und wenn sich dann auch noch die ganze Zeit das Drehbuch ändert, wenn man vor Ort ist und dann noch 2 Jahre Schnitt hinten dran kommen, seid ihr denn zufrieden damit, was rausgekommen ist? Sag es nicht falsch. Na klar. Nein, sehr. Sehr, sehr und auch sehr, ich habe ja die ganze Zeit gedacht beim Dreh, boah, krass, Chiara, man kann echt krass verkacken. Und ich habe wirklich gedacht, dass ich verkackt habe und ich bin wirklich im Frieden mit dem, was da so ist. Ich finde es echt okay. Ich finde es auch echt okay. Kann ich mal ganz kurz wissen, ist Chiara nicht fantastisch in diesem Film? Man kann ihr wirklich, wenn sie die kleine Carla spielt, hat sie wirklich eine andere Gesichtsform, als wenn sie die strenge Carla spielt. Das ist echt erstaunlich. So viel runder, wenn sie da am Boden sitzt und sagt, Toki, Toki. Hat sie so ein ganz kindliches Gesicht. Das ist wirklich herrlich. Ich hätte eine Frage zu der Situation, wo Poesie und der Weg so ein bisschen im Widerstreit dargestellt werden von Kasimir, wenn ich das richtig interpretiert habe. Inwieweit nimmst du die Frage selber für dich ernst oder stellst du sie dir oder wie beantwortest du sie dir, wenn du sie stellst? Sie und der Weg. Die Poesie. Die Poesie. Ja. Also, und der Weg in die Freiheit. Ja, genau. Ja, das ist eine super schwere Frage. Das ist genau die Frage, die eigentlich jeden Tag. Ich glaube, da würde ich jetzt ganz weit irgendwie ausholen und fürchterlich meandern.
also erstens, ich beantworte die nicht oder wenn ja, dann jeden Tag neu. Also die Frage übersetzt heißt so ein bisschen quasi, wie er sie stellt, quasi, ist quasi die, bist du nur eine Poesie oder bist du ein Weg in die Freiheit? Im Sinne von, suchst du wirklich nach deiner eigenen Befreiung mit der Maximalität deiner Mittel, Befreiung von Traumata, Vergangenheit hin zu dem absolut höchsten Potenzial, was in dir möglicherweise schlummert als Wesen, nicht nur als Individuum oder so, sondern was kann der Mensch noch sozusagen? Oder bleibst du verhangen in der quasi niederen Poesie des Lebens im Sinne von, ah, ich mache Karriere, ich definiere mich über gute Kleidung, ich mache, beeindrucke meine Freunde und habe ein gutes Leben. Also das Weltliche versus das Streben nach dem transzendenten Höheren sozusagen. Und ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Man wünscht sich, dass das Hand in Hand geht. Man wünscht sich, dass man nicht ein Entweder-Oder hat. Und ich weiß bis heute nicht, ob es ein Entweder-Oder ist oder ob es wirklich parallel funktioniert. Man ist fast ein bisschen gezwungen, solange man als Mensch auf diesem Planeten lebt, dass es eine Gleichzeitigkeit hat. Genau, ich würde auch sagen, letzte Frage und dann treffen wir uns am Stand. Jetzt fühle ich mich schlecht. Ich habe nämlich tatsächlich gar keine Frage, sondern eine Antwort. Antwort. Nein, ich muss das loswerden, dieses Gefühl, weil ich selten mit einem Film auf so einer Ebene bin oder das so selten gefühlt habe. Und das ich fand den Film grandios. Vielen Dank. Wirklich. Also selten dieses Gefühl gehabt. Das ist so eine schöne Aussage. Weil das ist tatsächlich das Schönste, was ich bisher ab und zu... Also ihr seid jetzt das dritte Publikum, mit dem wir sprechen. Und die schönsten Kommentare, die wir bisher bekommen haben, ist wirklich, die gehen in die Richtung von, ich war mir nicht sicher, ob ich es verstehe oder nicht. Und das hat mich auch... Aber ich habe irgendwas gefühlt, was ich ganz selten fühle. Und das auch sehr intensiv. Und nicht im Sinne von so, interessanter Gedanke, Sherlock Holmes, sondern irgendwie so... Es ist ein emotionaler Film, es ist ein Bauchfilm, es ist ein Herzfilm, es ist kein... Man muss das überhaupt nicht alles verstehen, was da passiert. Man muss überhaupt nicht denken, ich muss Kunst studieren, um hier irgendwie... Nee, überhaupt nicht. Das ist eine ganz intuitive Entscheidung hier, die gefällt werden. Das ist ein ganz krasser Bauchfilm, auch von mir. So, ich kann dir vieles erklären zu dem Film, aber ich kann ganz viel auch nicht erklären. Das fühlt sich einfach richtig an, ich weiß es auch nicht. Und Poesie, ja. Genau. Und selten ist es natürlich, weil solche Filme gibt es nicht oft. Mir wurde noch aufgetragen, Sie darauf hinzuweisen, dass man diesen Film, genau diesen, mit diesen Emotionen am 22. in der Harmonie, also hier quer durch die Stadt, nochmal sehen kann oder zum ersten Mal sehen kann, sagen Sie es Ihren Freunden. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für Ihre Geduld, für Ihre Fragen. Genau. Kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie wieder. Vielen Dank. Ciao. Darf ich eine ganz, ganz letzte Sache sagen? Tut mir leid. Wir machen diesen Film, wir haben wirklich diesen Film komplett ohne Fördergelder gemacht und machen ihn komplett alleine mit Kumpeln und Familie und bringen ihn jetzt auch selber raus. Wenn ihr diesen Film in irgendeiner Form unterstützen wollt, dann ist eine der größten Unterstützungen, ist, dass ihr darüber sprecht und dass ihr Leuten sagt, guckt ihn euch an, weil der wird dann nicht für immer irgendwie auf Amazon streambar sein oder so, sondern der ist halt ab dem 2. Mai im Kino und wahrscheinlich nur für 2 Wochen. Und wenn ihr Leuten empfehlt, dann sagt denen, geht da ins Kino, das ist ein guter Film. Das wäre super viel wert. Und wenn ihr noch Generation 2.0 seid, dann könnt ihr auch sagen, ihr macht ein Foto von dem Plakat und postet sowas oder so. Das ist leider, bedeutet uns das wahnsinnig viel, weil davon ernährt sich so ein Film dann am Ende des Tages. Vielen Dank für eure Zeit und wir sehen uns draußen. Ja.